Hallo, ich bin Maria und ich komme aus Magdala. Magdala ist ein kleiner Ort an einem See, genauer am See Genezareth. Es gibt zwei Erlebnisse in meinem Leben, die sind richtig wichtig für mich. Und beide Erlebnisse haben mit Jesus zu tun. Kennt ihr Jesus? Hat Jesus auch was mit eurem Leben zu tun? Also mit meinem Leben hat Jesus auf jeden Fall eine ganze Menge zu tun. Bevor ich Jesus das erste Mal getroffen habe, da hatte ich einen richtig bösen Geist in mir. Da war sowas richtig Schlechtes, ganz tief in mir. Mir ging es deshalb auch ziemlich schlecht. Ich war immer so traurig oder auch böse zu anderen Menschen und ich selbst konnte mich daraus nicht befreien. Und dann ist Jesus mir begegnet. Ich hatte schon viel von Jesus gehört, denn jeder hat über diesen Mann gesprochen. Diesen Mann, der so großartige Wunder tut, der Menschen von Krankheiten heilt. Und Jesus hat immer so von Dingen gesprochen, die wir gar nicht so verstanden haben und die auch so anders waren als das, was die Pharisäer immer so gesagt haben. Und als ich Jesus dann selbst begegnet bin, da wusste ich, warum jeder so begeistert über ihn spricht. Jesus hat sofort gesehen, dass es mir schlecht geht und dass da was Böses in mir drin ist, was mich gefangen nimmt. Und dann hat Jesus mich davon befreit. Er hat mich von diesem bösen Geist befreit. Ich hatte dann statt diesem schlimmen Gefühl plötzlich eine große Freude in mir. Und nach dieser Begegnung wollte ich dann nicht mehr ohne Jesus leben und deshalb habe ich ihn auf seinen Reisen begleitet. Bei Jesus waren auch immer so 12 Männer, die seine Jünger genannt wurden. Aber nicht nur die, sondern es waren auch immer ein paar Frauen mit dabei, die Jesus und seine Jünger begleitet haben. Und zu diesen Frauen habe ich dann gehört. Jede dieser Frauen hat Jesus von irgendwas befreit. Manche, so wie mich, von einem bösen Geist. Und manche hat er auch von schlimmen Krankheiten befreit, indem er sie gesund gemacht hat. Wir Frauen, wir sind mit Jesus und seinen Jüngern herumgereist und wir haben sie unterstützt. Zum Beispiel mit dem Geld, was wir hatten. Jesus und seine Jünger zu begleiten, das war manchmal ziemlich anstrengend. Wir wussten nie lange im Voraus, wo wir als nächstes schlafen würden. Oder wir wussten auch manchmal nicht, ob wir für die nächste Woche noch genug zu essen hatten. Und wir sind immer ganz weite Strecken gelaufen und es war oft sehr heiß. Aber ich habe nie aufgehört, ihn zu begleiten, weil Jesus hat mir nämlich was gegeben, was viel besser ist als gutes Wetter, als ein super schönes Haus oder auch als ein richtig leckeres Mittagessen. Jesus hat mir nämlich Freude geschenkt. Ich war so lange bei Jesus, bis ich dann miterlebt habe, wie er von den Römern umgebracht wurde und an einem Kreuz gestorben ist. Das war richtig schlimm für uns alle. Wir waren da sehr, sehr traurig. Nachdem er gestorben war, bin ich dann auch zum Grab gegangen, um mich von Jesus zu verabschieden. Dort habe ich dann gesehen, dass der Stein, der die Grabhöhle verschlossen hatte, weggerollt war und der tote Körper von Jesus nicht mehr im Grab lag. Ich bin dann ganz schnell zu seinen Jüngern gerannt, um ihnen davon zu berichten. Und als ich dann wieder beim Grab war, habe ich plötzlich zwei Engel da sitzen sehen, die mich gefragt haben, warum ich denn weine. Und als ich nach hinten geschaut habe, da habe ich plötzlich einen Mann gesehen. Ich dachte erst, dass es der Gärtner ist, aber dann hat dieser Mann meinen Namen gesagt. Und da habe ich ihn sofort erkannt. Es war Jesus. Jesus ist nicht tot geblieben, sondern er ist auferstanden. Er lebt und ich durfte ihn sehen. Ich durfte Jesus begegnen und das hat mein Leben verändert.